Willkommen zurück zu Ocarina of Time Master Quest. Beim letzten Mal haben wir den Wassertempel gemeistert und jetzt sind wir im Brunnen. Wie hieß der nochmal? Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Grund des Brunnens. Ah, genau. Ja. Mal sehen, wie der Master Quest wird. Es war ja im Originalspiel kein sonderlich großer Tempel. Ich denke, in diesem Part dürfte er vielleicht sogar schon gemeistert sein. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Wäre cool, wenn wir es in diesem Part gleich mal schaffen werden. Aber wir werden sehen, ne? Ich bin gespannt. Wie immer. Oh, das sieht schon mal anders aus. Oh, ein Zombie. Oh ja. Der gleich mal mich hier durchnimmt von hinten. Oh Mann, diese schwachen Zombies beim bei Ocarina of Time sind schlimm einfach. So, ich hole meine Spezialwaffe raus. Mein wunderbares Deko-Stäbchen. Weil die gefallen, die mögen die ja nicht. Du kannst schon mal den richtigen anvisieren. Oh, ey, was soll das denn jetzt? Sicher. Alter, willst du mich verarschen? Lass mich. Mann. Komm her, du. Bär. Genau, ja, ist fair, ja, ist voll fair und so. Ey, ich glaub's auch, ey, was ist das mit uns, unfairer Sack? Komm her, du! Na, geht doch. Na, das gefällt dir nicht, ne? Das war die Strafe für die Schmerzen, die du mir zugefügt hast mit deinem scheiß Wackel da. Rungejackel, also, ekelhaft. Was ich ja damals im Kinderschänder, dieser Zombie hier. Naja, jetzt ist er ja ein toter Kinderschänder-Zombie, ja. Genau. Ein Untoter. Ich habe einen Untoten getötet. Herzen. Naja, nicht schlecht. Für meine Energie gerade nicht schlecht. Mal sehen, ist hier irgendeine Secret Rand? Eine Secret Rand? Ja, ich weiß, es ist Wall. Oder Wall? Ja, Wall heißt doch Wand auf Englisch, oder? Ich glaube, Wall hieß Wand. Okay, war ein sehr interessanter Raum hier unten. Den wirklich jeden interessieren muss. So, was ist denn hier so? Hier kann auch noch was sein. Was ganz spitzenmäßiges, klasse. Mäßiges und so. Hallo? Nö, hier ist mal... Nothing. Na dann. So, was geht hier noch so ab? Nischt. Nischt, 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 nischt. So, ich renne jetzt mal gegen jede Wand, auch wenn es bescheuert aussieht. Aber es kann ja sein, dass sich irgendwo was verbergt. Was sind das für komische Türen? Habe ich schon noch nie gesehen, Alter. Vom Original, oder? Sie kommen mir nicht vertraut vor, zumindest. Oh, hier sind ja ein paar Skulpturen. Die werden wir mal gucken, ob wir die kriegen können. So, ich werde hier in die Fallen noch fieser als im Original. Am besten so vor so ein Löchlein, ne? So ein unsichtbares Löchlein, wo man durchfallen kann. Na, würde ich Master Quest zutrauen. Das kann ich schon mal sagen. So, hier sieht es nicht so toll aus nach weiter. Oder kann ich hier drauf ballern hier? Mal gucken. Nö, hätte ja sein können. Beim Wassertempel war das ja so krass mit den auf Bilder rumballern. Da war es ja manchmal so. Aber dem ist hier anscheinend nicht so. Hier ist ein Löchlein. Soll ich mal runterspringen? Ja, ich springe mal runter. Ach, da auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen und so, ja. Ich pass schon auf, keine Angst, Navi. Oh Mann, ey, die nerven war wirklich auf Dauer. Eigentlich kein Bock auf die. So. Was geht hier so ab? Können irgendwer so hier raus oder wie ist das jetzt? Muss ich hier wieder silberne Rubine aufsammeln? Ich hoffe nicht. Wäre schön, wenn ich mal davon erspart bleibe. Wäre sogar sehr schön. Aber mal gucken, was Master Quest von einem abverlangt. Es gibt ja wirklich Stellen bei Master Quest, die sogar vereinfacht wurden im Vergleich zum Original. Ich erinnere mich noch ganz gut dran, an die ersten Tempel von Master Quest. Yay, ich bin erspart geblieben davon. Na, sehr schön. Also muss ich da nicht unbedingt hin. So. Hallo. Aber jetzt ist die Frage, wo ich eigentlich wirklich hin muss. Hier ist das hier ein... Irgendwo eine Truhe. Keine Truhe hier. Sieht nicht so aus. Kann ich das an? Was ist denn das? Ein... Verstehe. Okay, dann sprengen wir das einfach mal. Und mach Baum. Baum. Ein Schalde. Zack. Und es öffnet sich eine Tür. Welche auch immer. Na, werden wir schon sehen. Irgendeine Tür wird sich jetzt sicher von denen geöffnet haben, die wir bereits gesehen haben. Mal gucken, welche das ist. Ist es diese? Oh, toll. Na, ganz toll. Eine Fee. Brauche ich eine Fee? Mal gucken. Ich brauche keine Fee. Okay. Dann scheiß mal auf die Fee. Die brauche ich nicht. Oh, johe. Aber welche Tür hat sich jetzt geöffnet, frage ich mich jetzt gerade. Das würde ich jetzt mal gerne wissen, welche Tür sich jetzt genau geöffnet hat. Ist das etwa... Nee, diese nicht. Ist das... Oh, hier kann ich schon mal das Lied spielen. Machen wir einfach mal. Dann ist schon mal das Wasser abgelassen. Wasser ablassen. Ja. So. Oh, cool. Diesmal ist aber kein Wasserpegel ablassen. Ist ja krass. Oh Mann. Ist das sicher eine Falle, oder? Bitte nicht. Nein. Okay, keine Falle. Neptun sei Dank. Wie man es bei SpongeBob sagen würde. Und?
Okay, er ist die Karte. Aber die Karte ist, glaube ich, auch nicht das Schlechteste. In diesem Tempo. Oh Mann, ey, diese Viecher sind so scheiße. Nee, kann ich das sprengen? Wenn ich das sprengen könnte, das wäre geil. Kann ich sprengen? Nö. Bitte sag hier, dass keine Falle ist. Na. Was ist denn hier? Was willst du von mir, Navi? Bam. Und, okay, cool. Verstehe, so einigermaßen. Was ist hier noch? Was will Navi denn hier? Ach, wahrscheinlich nur eine Fee oder so ein Quark. So ein Quark. So ein Quark habe ich keine Bock, ey. Okay. Diese, oh ja, ganz toll. Och nee, ey, sagt er. Mensch, Link, mach doch keinen Scheiß, ey. Was soll denn sowas, Link? Das finde ich nicht nett von dir. So ein Quark, ey. Aber ich mag dich doch nicht. Ach Mann, ey. Was soll man hier hochkraxeln? Kein Bock eigentlich. Aber was sein muss, muss sein, ne? Und du kannst auch mal verrecken gehen. Zack, zack, zack. Zack, zack. So, tschüss. Bock auf dich. Ich will ganz in Ruhe die Leiter hochklettern. Wenn du nichts dagegen hast. Oh Mann, er soll mal hier zurückgehen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, zuerst das Auge der Weisheit zu holen. Oder Wahrheit? Ich glaube, Auge der Wahrheit eher, ne? So hieß es doch, ne? Ich glaube, so war es, ne? Ne, 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 ne. An jedem war nur noch ein Ne. So, dann gehen wir da hin, ne? Und dann gehen wir da hin, ne? Okay, den Schalter haben wir bereits aktiviert, genau. Kann man das auch in die Luft sprengen? Wäre korrekt vom Spiel. Kann ich sprengen? Ne, sieht nicht danach aus. Na denn, eben nicht. Blödes Spiel, ey. Kann es es wagen, mir das nicht sprengen zu lassen, mich das nicht sprengen zu lassen und so. Gibt's hier noch was Cooles? Hier ist ein Gitter, was sich vielleicht mal irgendwann öffnet, man weiß es nicht. Und ein Kackviech, was mich nervt. Was auch immer wieder despawned ist. Ui, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich glaube nicht, dass Link das springen wird, deswegen lasse ich mal lieber. Weil ich wette mit euch, dass Link das immer fallen lässt. Da habe ich ja schon meine Erfahrung gemacht. Ah, nervt nicht. So, jetzt gucken wir nochmal. Genau da, wo die Krügel sind, muss ich springen, ne? Genau. Okay. Dann hier. Yep. Okay, gut. Ich habe Angst. Okay, so, komm. Zack. Okay, sehr schön. Schlüssel. Sauber's. Ich habe schon eine ungefähre Vermutung, welche Tür jetzt gemeint ist. Wow. Hilfe. Gib Gas, Link. Nicht bloß hier runterfallen. Okay, gut. Ein Schlüssel. Mal sehen, wo der uns hinführen wird. Vielleicht zu einer coolen Stelle? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hallo? Tach. Ja. Tach, 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 tach. Ja, ja. Nerv nicht, du Viech, ey. Hey, den habe ich übersehen. Kann ich auch vielleicht auch mal aktivieren. Warum nicht? Da bringt es ja irgendwas Krasses. Oh, das Wasser wird abgelassen. Da geht doch. Endlich kann ich mal hier Wasser ablassen. Kann ich das sprengen? Das sieht ja fast danach aus. Ich glaube, dazu dieses komische Teil da auf dem Teil ist doch ein Zeichen, dass man sprengen kann, ne? Aber ist hier irgendwas? Keine Secret Chest? Chest. Ja, okay. Heute bin ich leicht aufgekratzt, kann das sein? Wer weiß das schon? Vielleicht wisst ihr es ja. Schreibt es in die Kommentare. Bin ich heute aufgekratzt? Okay, hier war ja nichts mehr. Hier war ja auch nichts. Auch nur Quark mit Soße. Ne, kein Quatsch mit Soße, sondern Quark mit Soße. Hier unten war ja nur langweilige Herzen. Die interessieren uns ja nicht. Ist hier wieder ein schönes Durchgucklöchlein. Yo. Wo der kleine Link die durchkrabbeln kann. Er ist ja sehr geübt in seiner Krabbelgruppe, wo er regelmäßig war. Der kleine Link, ne? Ist ein richtiger Profi-Krabbler. Zwar kein Wandkrabbler wie Spider-Man, aber auch ein guter Krabbler und so. So, das kann ich auch sprengen. Da ist mal in irgend so einem Teil mal was Cooles drin. Aber es sieht nicht danach aus. Okay, dann eben nicht. Oh, wieder der Boss, Alter. Guten Tag. So, ich hole mal meine schnieken Deko-Stäbchen raus. Vielleicht können wir da was japanisches essen oder so mit den Dingern. Na, komm mal her. So, hier, die Dinger sollen ja voll überrascht und so. Tja, schön verarscht. Hättest du wohl gerne mein Köpfchen zu greifen und darum zu knuddeln. Ja, jetzt hat sogar mal geklappt. Nein! Aua. Hirnsauger hieß er ja, ne? Dieses Ekel-Ding da. Na, greif doch mal an hier. Keine Überraschung für dich. Los. Komm mal hier ran hier. Komm her, du. Halt still, du. Scheißvieh. Genau. Ja, sehr lustig, ey.
Mann, verarschen, Alter. Geht doch. So, wie gefällt dir das? Nicht so, hä? Na, komm her. Hm, na, geht doch. So, jetzt will er sich hier verschwinden. Au. Das hat Aua getan, Alter. Was soll denn das? War nicht korrekt von dir. Haha, weg mit dir, du Sack. Sackgesicht, Alter. Haha. Das ist ein kleiner Trick, aber immer eine Sprungattacke machen, damit dann kannst du. Dann könnt ihr, nicht nur du, sondern auch ihr könnt deine Zeit sparen. So, friss. Oh, will er wieder abhauen? Kann er schön vergessen. Naja, geht schlecht. So. Ja, ja, Köpfchen geknuddelt. Was ist denn das für ein Kopffetischist, Alter? So. Ja, dein Lachen vergeht gleich. Was soll das? Ich schlag ihn, der Treffer wird nicht eingesehen. Bam! Natürlich. Ey, du siehst voll scheiße aus, weißt du das eigentlich? Bist du ein Zombie oder. Hör auf, mich reinzulegen. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Na komm mal her, ich habe eine Überraschung für dich. Okay, dann eben so. Alter. Du bist scheiße. Du bist scheiße. Du bist scheiße. Ach man, lecko Mio. Mio, mein Mio, mein lieber Mio. Och Mann, ey. Was soll der Scheiß? Jetzt komm mal ran. Na, geht doch. Na, gefällt dir nicht, ja? Alter, hörst du auf? Böses Viech, böses Teil, du. So, jetzt komm mal ran. Keine Überraschung für dich. Na, komm mal ran. Na, los. Na, geht doch. Das war's. Und tschüss, du scheiß fett Schwabbelding da. Du Schwabbelteil, du. Du Schwabbelkörper. So, wenn das jetzt nicht das Auge der Wahrheit ist, dann esse ich drei Besenkammern und ein Würstchen. Eine Knackwurst, ja genau. Mit Ketchup vollgeschmiert. Oh, ja. Überraschung, Überraschung. Kein Auge der Wahrheit. Na, ganz toll. Und nun, vielleicht ist ja hier das Auge der Wahrheit drin. Man weiß es ja nicht bei Master Quest. Kann ja alles möglich sein, ne? Möglich, nicht möglich. Das Wort möglich kenne ich nicht. Ich kenne nur möglich. Ah. Ich bin so geniell. So, und nun ist hier noch was. Was saugeiles. Das Affentitten-Obermega-saugeiles. Ne. Sieht nicht danach aus. Ist noch eine Truhe, ne. Okay, aber der Kompass ist vielleicht auch nicht das Schlechteste für diesen komischen Wirrwarr, wo wir gerade sind. Als kleines Kind. Wir sind zwar nicht blind, aber auch nicht sonderlich blind oder so. Ja. Es ist mir kein Reim mehr eingefallen. Tja. Du kannst gehen, ne? Irgendwann fällt da nichts mehr ein. Das ist ja das Lauf der Dinge, der Welt und so. Wenn da nichts mehr einfällt, dann ist, weiß ich nicht, dann ist irgendwie alles verloren oder so. Ja. Mein tiefsinniges Gelaber war nur irgendein Gelaber. Oh, oh, hier ist noch was. Das sieht nach einer Skulptur aus, ne? Guck mal hier. Was denn das da? Ah, das sieht doch nicht schlecht aus hier. Tschüss. Okay, nehme ich. Komm mal ran hier. Komm ran. So, dreh dich um, Alter. Ja, blind geht das ja auch super, wenn die Kamera so genial ist. Zack. Tschüss. Tschüss, Sikowski. Und hier ein Schalter. Ein Schalter. Der eine weitere Tür öffnet. Das mich zutiefst erfreut. Und hier runter bin ich ganz bestimmt nicht. Wow, jetzt bin ich echt fast da runter gerannt. Wegen der komischen Steuerung. Ist hier oben was? Nee. Die Treppe sah nur so aus, hätte mich. Versteht schon, ne? Was ich gerade meinen wollte. Was ich gerade sagen wollte. So, die hat sich jetzt gerade eröffnet, nicht wahr? Nicht wahr? Yo. Ist ja fair. Ja, ich kann auch voll viel machen und so. Verarschen. Lustig. Achso, jetzt. Ah, verstehe. Es sind tausende von diesen Scheißviechern. Und nun? Tschüss. Genau. Ein Viech habe ich schon mal blind erschossen. Und nun? Hallo? Ist da wer? Guten Tag. So, dreh ich mal um. Nein. Oh. Hier sind auch noch scheiß Fledermäuse. Na, ganz toll. Dreh ich um. Na, drehst du dich um? Toll. Na, den du. Okay, das waren diese Viecher. Hey, Herzen. Ich habe schon Herzen. Herzen helfen. Ey, du, das kriegst du zurück. So, jetzt bist du noch du Scheißviech hier. Ey, wie scheiße das Viech ist. Komm mal her. Ich will dich töten. Halt still, du Scheißviech. Willst du nerven oder was?
Du wirst nerven, oder? La 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 la. So, tschüss. Tschüss. So, geht auch. Mal sehen. Jetzt schiebe ich das mal beiseite. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Vielleicht sehen wir Skulltula oder so. Ja, sieht danach aus. Skulltula! Nehme ich natürlich gerne mal mit. Naja, aber wirklich weiter an der Mission hat es mir jetzt echt nicht geholfen. Aber eine Skulltula ist nichts Schlechtes, ne? Nichts Beschissenes oder sowas. Okay, aber was jetzt noch weniger beschissen wäre, wäre eine Möglichkeit mal zu finden, wo ich hier weiter muss. Vielleicht hier, das sieht doch mal nicht schlecht aus. Ach, ich bin kein bisschen planlos oder so. Ja, kannst gerne eine Bombe legen, Link. Ich gebe dir die Erlaubnis dafür. Erteile dir die Erlaubnis sogar. Ja, aber hier ist mal wieder viel, so einiges war hier gerade wieder mal. Oh Mann, ey, wo ist denn diese scheiß, ihr wisst schon, hier ist schon mal, hier ist schon mal eine Schlüsseltür. Reden, ja. Reden ist was für Weicheier, ja. Deswegen kann ich nicht reden. Weil Reden nichts für Männer ist. Männer können nicht reden. Ja, das ist so richtig. Na, ich wechsle. Ey, die kämpfen so unfair. Ich stopp mal seinen Angriff und dann nehme ich ihn durch. Das ist ja voll fair, dieser Angriff. Deswegen mache ich es mal so. Voll die Cheaters-Zombies, ey. Oder Mumien, wie auch immer. Na, du sagst Gesicht. Ja, in der Luft, genau. Cheater, ey. Scheiß Cheater, ey. Ich verfluche alle Cheater, die sowas wagen, nicht so zu verhohnepiepeln. Oh Mann, dieses Spielchen kennen wir ja noch vom Original. Ich bin gespannt. So, zack. Ich gehe jetzt einfach mal alles durch. Ja. Ich verstehe schon. Oh mein Gott, ein Säckchen. Nicht cool. Voll uncool sogar. Oh mein Gott, er hat sich aufgelöst. Hat er das gesehen? Ist ja gruselig. Auflösen ist das Schlimmste, was es gibt. Ja. So, noch schlimmer sind sogar Säge. Nun, war das jetzt alles? Sieht ja noch aus, ne? Oder gibt es hier noch was Interessantes? Ah, nein, hier ist noch was. Nein! So schnell. Zack. Gut. Jetzt haben wir Marki dann wieder angreifen können. Ist wieder mal spät, tut mir leid dafür. Aber naja. Oh, das wollte ich nicht. Ja. Während ich mich gerade niederknie vor ein Säckchen, ne? Willst du mich hier dazu bringen? Ja, und so. Komm her! Tschüss! Yay! So, wir müssen das ein bisschen aufräumen hier. Kein Bock auf die ganzen Viecher. Yeah, ey. Das Deko-Stäbchen ist unschlagbar. Guck dir diesen riesen Prügel an. Und damit kann nur der kleine Link kämpfen, ne? Der große Link würde auch damit klarkommen, glaube ich. Zack! Und noch dieses Geistchen töten und dann haben wir es doch. Meine lieben Freunde aus dem Gesangsverein Schönebergs. Schönefels, genau so. Zack, zack, zack. Na, wie fällt dir das? Okay, einige Stiege schon mal einkassiert in seine hässliche Fresse. Na, mach mal hier. Du hast keine Chance gegen mich. So, tschüss, Alter. So, was ist das jetzt mal? Hier ist irgendwo was, ne? Hallo? Ist hier was Interessantes? Ich hatte eine ganze Skulptur, die ich gerne töten will. Mann, ey, der Großteil ist ja wirklich nur Skulptur gesammelt oder so und ähnlichen Quark. Das war's hier im Ernst. Na, ganz toll. Ich würde aber gerne wissen, wie es weitergeht. Meine lieben Freunde, ich check mal ganz kurz die Zeitchen. Naja, ein bisschen Time haben wir noch. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht, einen neuen Part zu starten. Deswegen ziehe ich einfach mal hier durch. Genau wie Koks oder ähnliches, genau. Ja, also. Dann haben wir diesen Raum auch mal abgegraced, ey. Haben wir sogar jetzt mal Skulptula gesammelt? Das wäre ja immer crazy. Aber sieht nicht danach aus. Nee. Ein paar Skulptula-Schienen fehlen noch. Dann gucken wir mal, wo es die Skulptur gibt, die uns noch fehlen. Vielleicht ja irgendwo am Pop ist der Welt. Wäre krass. Und nun. Ich könnte noch unten ein bisschen mich umgucken, aber da habe ich irgendwie keinen Bock irgendwie hier. Keine Lust, mich da unten umzugucken in diesem ranzigen Eck und so. Also, muss nicht sein. Kann mir Schöneres vorstellen. Und hier unten war auch nichts mehr, ne? Hier unten war nichts Interessantes. Nee, sieht nicht danach aus. Na, Dennichen. Na, Dennis. Ah, hier ist noch was. Da waren wir auch noch nicht. Lobig. Globit. Hier könnte ja noch was Cooles sein. Vielleicht ein Shell, ja, vielleicht noch die Bomben ausrüsten. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Die Bombies. Finde ich voll bombig und so. War ja der Wortwitz von Ocarina of Time, als man die Bomben aufgesammelt hat. Voll bombig, ey. Oh, aber hier ist auch nichts. Wow. Warum erzielen hier sinnlose Scheißhaufen? Das mag ich nicht. Das finde ich unhöflich und, ja, nicht korrekt. Und Spiel und so. Hallo? Ne, bringt auch nichts, okay. Schade.
sagte der Pade oder so. Mann. Hier waren wir schon, oder? Oder waren wir schon? Ich weiß es nicht. Waren wir schon? Es sieht danach aus. Ja, ich gehe wieder völlig im Kreis. Na dann. Na Dennis, oder? Waren wir schon? Ich bin gerade unsicher. Waren wir etwa schon? Ich check mal ganz kurz. Kommen wir gerade ein bisschen... Hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Ja, hier waren wir schon, oder? Ich glaube, hier waren wir schon. Tschüss. Hä, aber warum ist es auf der anderen Seite? Oder bin ich wieder im Kreis gerannt, ohne es gemerkt zu haben? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Moment, ich check mal die Karte, weil ich bringe es auch mal was. Karte mal zu checken. Hier ist nichts. Nichts. Okay, hier ist noch eine Truhe. Da ist ja, vielleicht ist das ja die Truhe, die wir suchen. Kann ja sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hallo? So, ich spring mal ganz runter, ne, wenn du nichts dagegen hast. Dankeschön. Aua. Schön die Ekelsäure. Nicht gerade angenehm, so ein Zeug. Oh ne, lass mich bloß in Ruhe. Weg mit dir, du Sack. Na, du scheiß Kackviech. Ich hasse dich. Immer noch. Abgrundtief. Auch beim Leco Mio. Leck mich. Alter, willst mich verarschen? Das ist scheiße, weißt du das? Über sehr scheiße. Über so scheiße, dass ich von Beschissenigkeit gar nicht mehr reden kann. Oh, guten Tag. Tschüss. Oh, ganz toll. Viel zum Durchficken, ne? Also, oh, Alter, was treibst doch? Tschüss. Ja. Mhm. Ja, ja, sehr lustig. Tut dir weh. Mach sehr gerne, ne? Link in deiner Freizeit. So, du Kackviech, kannst auch mal verschwinden. Tschüss. Tschüss. Verschwinde. Tschüss. Naja, wenigstens bin ich losgeworden. Ist wenigstens eine Sache, die mich erfreut. Aber wisst ihr, was mich noch mehr erfreuen würde? Kaptur zu finden. Ihr habt das nämlich sogar überaus erfreuen. Mann, leck mich. So. Hier waren also die ganzen Kackviecher. Okay. Dann werde ich mal mit ein paar ernsthaften Maßnahmen mal kommen. Tschüss. Dann liefert euch das. Nicht so, hä? Okay, das gefällt den ganzen gar nicht. Na, sehr schön. Ihr fresst. Hä? Na, bam, hier. Ups. Aua. Das tat ihn nicht ganz so weh, glaube ich. Ja. Mhm. Ja, dann hole ich gleich mal mein Deko-Stäbchen auch noch raus, weil es effektiv ist und so. Bam. Bam. Und Bam. So, ganz viele. Und tschüss. Und tschüss. Tschüss. Und du auch noch tschüss. Bam. So, das war's mit den ganzen Kackviechern. Hast du irgendwas gebracht? Mal gucken. Ist eine Truhe? Das Spiel sagt mir, dass sie eine Truhe ist, oder nicht? Und nun? Soll doch ohne Truhe sein. Wo ist sie denn? Moment. Soll eine Truhe sein, auf jeden Fall. Wahrscheinlich muss ich alle Viecher töten, die es hier gibt. Das wäre schon mal eine Sache, die ich erledigt habe. Wenigstens etwas. So, aber es soll auch irgendwas sein. Scheinbar. Sonst würde ich aber kaum noch irgendwas sein, oder? Ist hier vielleicht noch irgendwas? Ich brauche ja die Truhe. Also, sonst wüsste ich nicht, wie ich die Truhe öffnen soll. Okay, sind einige Herzen. Ist ja auch was Cooles, was mich auch freut. Aber sonst... Das war es hier schon wieder. Na, ganz toll. Und nun? Die Truhe muss irgendwie erscheinen, Mann. Mami. Die Truhe doch haben. Hier vielleicht? Mal gucken. Oh, leck mich. Ich hasse dich. Ich hasse dich so überaus extrem. Ah, jetzt. Warum soll ich ein Lied spielen? Bin ich bescheuert? Ich bin kein Liedtreller. Ich bin ja ein Held. Helden haben keine Zeit für so einen Quark. So ein Mega-Quark. So, hier ist noch was. Mal gucken, was hier so ist. Ah, hier sind noch unsichtbare Viecher. Na, ganz toll. Komm mal her hier. Ich habe eine Überraschung für dich. Dreh dich mal um. Bam. So, was machst du denn hier? Bam. Oh Mann, ey. Ich dachte, ich kann die Sounds herauslesen. Hm? Oh, hä? Warum mache ich denn aus? Was soll denn der Quatsch? Verarschen oder was? Geht doch. So, tschüss. Nächste bitte. Hallo. Muss mal runter. Dankeschön. Ich hasse die Viecher. Jetzt kommt doch mal ran hier. Ich hasse die so. Die verarschen? Alter, die sind scheiße, wisst ihr das? Die sind sogar sehr, sehr scheiße. Ich kann die überhaupt nicht ausstehen. Ist mal fertig jetzt? Oh Mann, ey. Ist so scheiße oder so? Irgendwie ein bisschen schon, oder? Geht doch, so. Ciao. Bist du auch noch hier dran. Mann, ist das eine Quälerei für den Spieler. So, dreh ich mal um.
Mann, du bist ein Scheißweg, ich hasse dich. Ich hatte deine ganze Art, wisst ihr das? Mann, ich hasse deine ganze Spezies. Geht doch, so, ein Treffer schon mal. Und noch ein Treffer. So, tschüss, genau. Habe ich alles gehört, was es hier gibt, oder? Wenn ich mal recht überlege. So, hier ist noch Skutula. Wahrscheinlich die letzte, die es im Tempel gibt. Und jetzt fehlt nur noch eine Sache, nämlich das Item. Genau, ihr habt es erfasst. Und nun? Ich habe alles getötet, was es gibt. Irgendwann muss so die Truhe erscheinen, oder nicht? Mann, ey. Mann, Freunde, was soll ich jetzt machen? Mann, ist das blöde. Macht immer gar keinen Spaß. Ich bin doch nur hier und so. Hallo, ist hier irgendwas Cooles? Meine lieben Freunde, ich guck mal ganz kurz im weisen Internet nach. Ne? Bis gleich. So, Freunde, ich weiß jetzt sogar eine Lösung, wo ich hin muss. So. Das ist nämlich ganz fies wieder mal. Meine Idee vor dieser Stelle, wo die Tür vergittert war sogar gar nicht mal so falsch. Aber es ist so gemein einfach wieder mal. Ey, Masterquest, ey, wie ich das Spiel auch langsam verfluche. Ey, diese Variante. Ey, die Ideen werden so gemein einfach, die sie da eingebaut haben. Einfach nur noch fies. Einfach nur noch fies. Mir fällt mir das echt nicht mehr ein. Übel einfach, wie man darauf kommen soll. Aber naja, lässt sich nichts machen. So, hab ich sogar mal als Cthulhu? Ja, sehr schön. Als Cthulhu haben wir zumindest schon mal. Ich habe auf jeden Fall alles geschafft, außer das Richtige, was man hier schaffen soll. Nämlich das Auge der Wahrheit bekommen. Und wisst ihr was, Leute? Jetzt kriegen wir das Auge der Wahrheit sogar mal. Nämlich ist die Lösung nämlich ganz beschissen. Also, es war schon nicht falsch, auf das Bild zu schießen, aber wir müssen nämlich... Oh ja. Das ragt aus dem Auge raus, jetzt sehe ich es auch. Oh, das ist gemein. Einfach nur gemein. Mir fällt mir das echt nicht mehr ein. Hat sich sogar wieder mal gereimt. So. Hier müssen wir nämlich rein. Genau, mehr weiß ich auch nicht mehr. So, oh, wieder diese Scheiße. Ah, ich hasse die. So, hier komm mal her, du Scheißviech. Ich hasse dich. Hier, komm mal ran. Alter, leck mich. Leck mich. Ah, ich hasse dich, ey. Ich hasse deine ganze... Mann, du bist scheiße. Du bist einfach nur scheiße. Vergiss es. Vergiss es. Tschüss. Tschüss, genau. Oh ne, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Alter, kannst du mal den richtigen angreifen? Scheiße, Mann. Ich werde mal diese Scheißviech loswerden. Tschüss. So, komm mal her. Ich hasse dich. Komm mal rein, du Scheißviech. Mann, ey, ist das nervig. Boah, jetzt kneffen die auch noch hier. So, tschüss. Tschüss. So, jetzt kommt dieses Kackviech wieder mal. Was ich überhaupt nicht mag. Tschüss, tschüss, tschüss. So, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. So, weg mit den ganzen Kackviechern. So, dann mal ab zur Schlüsseltür, ne? So, die ganzen, das ganze Geld kann ich hier nicht gebrauchen. Jo. Das scheint mir gar nicht mal so falsch. So, zack. Und zack. Und zieht das gleich wieder sprengen wahrscheinlich. Das erkenne ich doch aus 5 Milliarden Kilometer Entfernung. Und es ist ein Schalter. Wenn sich hier irgendein Gitter öffnen wird. Aha, ich wusste es. Verstehe. So, war es jetzt das einzige Gitter, was ich geöffnet habe? Ich weiß es nicht. So, diesmal scheiße ich auf die Gegner. Die muss ich ja nicht unbedingt beachten. Lalalala. Ciao. Alter, du bist so ein Sackviech. Ich hasse dich. Was soll denn sowas? Oh, ich werde die Faust in den Arsch schieben und so, ne? Okay, das war jetzt ein bisschen schweinisch. Tut mir leid. Naja, egal. Okay, so. Gut, dass ich genau weiß, welche Truhe, welches doch das ist, wo wir da reinspringen müssen. Was mich ja zumindest mal erfreut, dass jetzt mal mal hier ein bisschen Vorsprung kriegen, wo es hier lang geht. Genau, hier unten ist jetzt ein Löchlein, was ich geöffnet habe. Und hier kommen wir jetzt runter. Yay, und nun bin ich hier unten in diesem weiteren Schalter. Cool. Und der öffnet der... Ah, okay, jetzt erscheint diese Truhe, wo ich geguckt habe, was das ist. Und diese 1000 Zombies sollen halt einfach ein Hindernis sein, nicht wahr? Okay, dann haben wir den Tempel nahezu geschafft. Aua. Aua, aua, aua. Und, Alter, du bist so ein Sack. Lass mich. So. Alter, du kannst dich auch noch verpissen. Alter, verpisst euch doch einfach. Ich hasse euch. Schnauze. Schnauze, Schnauze, Schnauze. So, ich will nur die Truhe haben. Das war's dann schon. Kann mich sogar dieses Kreaturen, diese Hand da irgendwie wieder nach draußen rollen. Jetzt bin ich sogar darüber dankbar. Das Auge der Wahrheit. Und somit haben wir alles im Tempel jetzt gesammelt, ohne überhaupt das Auge der Wahrheit zu benutzen. Es ist der Wahnsinn, oder? So, dann haben wir jetzt das, was wir machen sollen, zu allerletzt gemacht. So, und noch her, du Scheiß-Kreatur. Ich hasse...
Du kannst mir sogar helfen, wieder rauszukommen, ne? Vielen Dank. Nett von dir. So, ich habe zwar kaum noch Herzen, aber naja. Zumindest haben wir es geschafft. So, das war der Brunnen. Der Grund des Brunnens. So, ich bedanke mich wieder immer fürs Zusehen. Das war ein recht netter Tempel. Er war... Okay, Moment. Ich hole mir gleich meine Fee. Ich habe Bock, das Ganze rumgetut jetzt zu hören. Der Tempel war ganz nett. Er war einfallsreicher als das Original, würde ich fast sagen. Vielleicht fand ich den sogar diesmal besser als... Also, der Wassertempel hat mir nicht ganz so sehr zugesagt im Master Quest. Aber hier der Tempel war mal wieder ganz cool. Hat mich erfreut. So, Link, gönn dir eine schöne Fee. Dann nervt das Piep nicht so rum. Naja, okay. Beim nächsten Mal gucken wir uns also den Schattentempel an. Der wird sicher wieder richtig gruselig und sicher wieder sauschwer. Bis zum nächsten Part. Ciao.